Nicolas Williams. Vielen, vielen, vielen Dank. Muchísimas gracias. Dankeschön. Und jetzt, meine Damen und Herren, ich brauche wieder die Frauen. Männer, lernen Sie bitte dieses Wort. Männer, gut. Das Lied kennen Sie schon, das Lied heißt Gitarras klingen leise durch die Nacht. Und in der Refrain, ich brauche, dass Sie zu mir so machen. Wie heißt das? Winkel, genau. So zu mir, machen Sie so. Und wenn Sie auf die rechte Seite gehen, versuche Ihre Nachbarin ein bisschen streicheln. Pass auf mit der Perücke, oder der Friseur ist teuer geworden. Ja, machen wir. Gitarras klingen leise durch die Nacht. A ver. Hände hoch, rechte Hände, links, rechts. Da, 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 di, da, na, na. Gitarras in la noche soñarán con suave nostalgia. Anuncia que habrá nuevo amanecer. Guitarras de amores son mis deseos, lo que oirás. Disfrutaremos en la eternidad. Aber jetzt. Guitarras en la noche soñarán con suave nostalgia. Todas las rosas se abren frente a tu ventana y tu sonrisa hoy brilla mucho más que ayer. Sigo cantando en mis sueños que te quiero. Tu mundo entero, mi mundo es. Singen Sie mit jetzt, arriba. Guitarras klingen leise durch die Nacht. Anuncia que habrá nuevo amanecer. Guitarras de amores son mis deseos, lo que oirás. Disfrutaremos en la eternidad. Dile este. Guitarras en la noche soñarán. Guitarras de amores. Guitarras de amores. Schön, wunderschön, wundissime schön. Meine Damen und Herren, Sie wissen schon, dass ich aus Argentinien komme. Vor 22 Jahren, ich kann mich erinnern, vor meinem Zuhause, dem Mamas Haus, das war eine Bank. Nicht eine Bank, wo du Geld nehmen kannst, sondern eine Bank zu sitzen. No? Und in dieser Bank, ich habe mein ganzes Leben nur geträumt.
Eines Tages werde ich nach Europa fliegen, werde ich eine Plattenfirma suchen, werde ich eine Sänger werden und alles wird schnell, schnell und schnell. Das erste große Problem war, ein Ticket zu bezahlen. Das Ticket hin und zurück nach Spanien von Argentinien war so teuer, meine Damen und Herren, das hat 8 Lohn von meinem Vater gekostet. Ich habe nicht die Möglichkeit, so viel Geld zu sparen. Und ich habe nur hinfliegen bezahlen können. One-Way-Ticket nach Spanien. Und ich kann mich erinnern, ich bin in Spanien gelandet mit $180, $200 an meine Tasche. Mit $180 habe ich eine Miete bezahlen für einen Monat und ich bin mit $20 auf der Tasche geblieben. Und am nächsten Tag, ich bin auf der Straße und in verschiedenen Hotels Arbeit zu suchen als Sänger. Musik unterhalten in einer Ecke, so. Aber keine Menschen haben mich gekannt. Ich war total neu. Die Hotels haben sie schon andere Künstler von letztes Jahr schon gehabt und sie wollten mich keine. Und dann habe ich einen Freund von mir, Umberto. Und Umberto hat zu mir gesagt, weißt du, wenn du dein Geld verdienen, du musst auf die Straße gehen, wenn du keine Arbeit findest in einem Hotel. Geh auf die Straße. Ich habe gesagt, ich auf die Straße, Umberto, no. Nie im Leben, das ist nicht für mich. Ja, ich zeige dich wie. Du geh in ein Restaurant, nimm einen Teller mit, sing erst 3 Lieder, danach mit einem Teller durch den Tisch und versuch eine Kontribution für die Musik, eine Spende für die Musik. Und so werdest du dein Geld verdienen. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz wichtig. Das ist ein Geheimnis. Nur ein bisschen uns bleibt, okay? Kommen Sie zu mir ein bisschen. Ich habe meine Frau so kennengelernt in Innsbruck. Wissen Sie, wie viel Geld hat meine Frau mir gegeben? Vor 20 Jahren? 1,40 €. Und ich habe heute gesagt, Gabi, du hast die beste Investition gemacht. Eh? Vor 20 Jahren 1,40 €. Und wie viel bin ich wert heute? Habe ich gesagt. Wo bist du? Heute ist meine Frau hier. Wo bist du? Meine Frau ist hier. Hier ist meine Frau. Gabi, was für eine Investition, was du gemacht hast. Oder? Ich möchte eine kleine Werbung machen für die Investoren. Wenn Sie möchten investieren, bitte sprechen mit meiner Frau. Du bist gut. Eh? Und ich kann mich erinnern, am Nachmittag, weil ich habe immer am Abend das gemacht, am Nachmittag haben wir einen Koffer so im Boden gemacht und die Leute sind vorbeigekommen und ich habe gesungen und die Leute haben Geld geschickt. So. Und jetzt machen wir eine Reise in die Vergangenheit. 22 Jahre zurück. Ich kann mich erinnern so in eine Ecke mit anderen Musikern. Der Musiker war nicht so teuer wie diese Musiker. War ein bisschen billiger. Hi, Doris. Doris ist die Präsidentin von meinem Fanclub in Österreich. Ein Applaus für dich, Doris. Im Namen aller Fanclubs. Ohne dich geht auch nicht. Danke. Bist du vegetarisch? Bueno, ich kann mich erinnern, wir haben so auf der Straße gesessen, mit der Gitarre. Der Dirk kennen Sie schon, meine zweite Assistentin, no? Ein Applaus für ihn, bitte. Er macht jeden Tag das Gleiche. Und so haben wir auf der Straße. Lach oben, warum unten? So sind die Frauen, sie haben immer recht. Und wir haben, es stimmt schon, Sie haben immer recht, Frauen, immer. Genau, das Wichtigste für uns Musikanten Straße oder Straßenmusikanten ist ein Sombrero, ein Hut.
Wenn Sie uns etwas geben, bitte ab 2 Euro, keine Euro 40. Wie lachst du nur? Ja. Und wir haben Lieder wie zum Beispiel dieses Lied gemacht. Nomás se eleva en puro tomar. Dicen que no comía, nomás se eleva en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. ¿Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando? Ay, 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 ay. Cantaba. Noch zwei. Kukurukuku. Paloma. Geld verdienen. Wahnsinn. Impressionante. So viel Geld, so viel Geld. Ich möchte euch etwas sagen. Wir machen die gleiche Sache jeden Abend, aber dieses Geld wir spenden für das Rote Kreuz. Und heute ist Carmen Nebel hier. Und Carmen, du bist eine wichtige Person für das Rote Kreuz. Und am Ende der Tour, ich werde zu dir persönlich diese Geld übergeben. Das ist diese Geld für das Rote Kreuz, meine Damen und Herren. Und wir haben auch Lieder wie zum Beispiel diese. Klatsche! Vamos! Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. One more time. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Dice Guantanamera, sing and sing it. Guajira, Guantanamera,
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. One more time. Guantanamera. Mena show, mena si. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Bravissimo! Hola, Lide, mit zum Beispiel! Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compra y venta, tú y amor en el pasado, cuando las ganas se juntan. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Quererse no tiene engaño, ni fecha ni calendario. Ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven, ven Belén, ven Belén. Bamboleiro, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleiro, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Que no tendré perdón de Dios. Eres la luna, la postura del despir. Y todo el día tan bonito se acaba. Lo mismo ya fue ayer, el mismo soy yo. Que no tendré perdón de Dios. Y todo el día tan bonito se acaba. Lo mismo ya fallé, yo pienso en ti. Bamboleiro, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleiro, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero. Vielen, vielen Dank. Wow, Mamma mia. So viel Geld, wir haben noch nie gemacht. Jung, wissen Sie was? Morgen kommen wir wieder hier. Ui, das ist ein Wahnsinn. Vielen Dank. Carmen, das bekommst du am Ende der Tour. Und ich werde, was wir bekommen, verdoppeln. Von mir und unserer Band. Vielen Dank. Alles Liebe. Vor 2 Euro, ich gebe keine Kuss. No, 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 no. Bueno. Ah. No, ehrlich, wir haben noch nie so viel. 20 Euro, Señorita. Dankeschön. Sie machen viele Kinder glücklich. Ehrlich, vielen, 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 vielen Dank. Ich habe, wenn eine Persona, eine wichtige, wichtigste Persona in meinem Leben, ich habe von ihm, ich habe Umberto gesagt. Umberto war für mich wie ein Vater. Er ist 8 Jahre älter als ich. Ich bin in Spanien mit
21 Jahre gekommen und hat schon 29, 30, war schon ein richtiger Mann, hat zwei Kinder gehabt. Und er war auch in Spanien als Suchen, einen Weg für ihn zu finden. Momentan lebt er in Spanien, in Marbella. Er arbeitet in einem von den schönsten Hotels in Spanien, ein 5-Sterne-Hotel. Er macht dreimal in der Woche Musik. Und das war ein großer Wunsch von mir. Und ich glaube, Sie werden einverstanden. Ich habe Humberto von Spanien fliegen lassen. Humberto, ich bitte dich, auf die Bühne zu kommen, bitte. Er kommt auch aus Argentinien. Humberto, mi viejo. Oh, mi viejo, komm. Ich habe mit ihm ungefähr 8 Jahre Musik im Duett gemacht. Wir haben in Restauranten gespielt. Wir haben in verschiedene private Party mit ihm. Und eines Tages, ich habe zu ihm gesagt, liebe Humberto, ich möchte meine Solo-Karriere versuchen. Und er hat mich gesagt, macht bitte. Er hat mich freigelassen. Wir waren ein richtiges Duo. Ich glaube, er war die einzige Stimme, die zweite Stimme, was jemand so schön gemacht hat. Das war er, Humberto. Und ich habe eine Bitte. Ich weiß nicht, ob du willst. Was glaubst du, wenn wir singen gemeinsam ein Lied für dieses wunderschöne Publikum? Sie sind einverstanden? Vamos a cantarle una canción a este público. Guten Abend, buenas noches. Muchas gracias, Omar. Entschuldigung, ich spreche keine Deutsch, so wenig. Poquito, aber spiel wunderschön und sing wunderbar. Bist du nervös? Ja, ich auch. Und das Titel, wir werden eine wunderschöne Lied, ich bitte dir die Gitarre, bitte. Die Gitarre werde Humberto spielen. Und wir werden ein Lied singen. Das Lied heißt, ich schwöre dir, Carmen. Das Lied heißt Carmen. Und ich möchte dich heute dieses Lied für dich widmen. Aber ehrlich war, das Lied heißt Carmen. Und wir haben in verschiedene Gelegenheit, dieses wunderschöne Lied gesungen. Ist alles okay, Humberto? Espero que sí. Ella ha salido a ver el sol. Entre las rejas del balcón, su timidez y su pasión, y su ternura que no halló.